Christian, was schätzt du, wie viele Höhenmeter sind das bis zu der Alm rauf? Da in dem Hochtal, das sind nicht mal ganz 300. Du, dann, weißt du was, dann nehmen wir die Carbonbeine mit, die mittleren, und nehmen die drei Makrobeine mit. Dann sind wir total flexibel. Frühling am Timmelsjoch. Binnen weniger Tage hat auch dieses Jahr alles zu blühen begonnen. Zusammen mit Christian Speer, meinem Assistenten, möchte ich endlich mal wieder einen ganzen Tag lang intensiv im Makrobereich fotografieren. Auch die Wetterberichte sind perfekt. Sie versprechen einen eher bedeckten Tag mit ein wenig Regen. Schon im Zustieg diskutieren wir über Motive, Standpunkte und natürlich auch das Licht. Da wir zu zweit sind, haben wir wirklich alles dabei. Zwischenringe, Nahlinsen, natürlich auch ein Makroobjektiv bis hin zum großen Balkengerät und dem Umkehrring. Als Stativ das flexible Triopod inklusive der Makrobeine, dazu zwei Aufheller und verschiedene LED-Lampen. Wenn man alleine unterwegs ist, ist es ja oft schwierig, das Licht kreativ zu setzen. Dank Christian können wir heute wirklich uneingeschränkt spielen und alles ausprobieren. Selbst ein paar Regentropfen zwischendurch können uns nicht erschüttern. Im Gegenteil, so manches Motiv wird durch Feuchtigkeit bzw. ein paar Wasserspritze erst richtig interessant. Technisch anspruchsvoller, aber auch spannender wird es mit dem Balkengerät. Natürlich kann ich diese ja relativ schwere Einheit nicht mit ins Hochgebirge tragen, aber auf den talnahen Wiesen öffnen sich mir damit wieder neue Möglichkeiten. Ganz wichtig ist bei diesem Aufbau die Option des bodennahen Arbeitens. Und da sind jetzt die Makrobeine für das Triopod ideal. Sie sind kurz genug, um überall hinzukommen und dennoch absolut stabil. Besonders bei den aktuellen Kameras jenseits der 30 Megapixel bin ich zudem wirklich dankbar um die Möglichkeit des Scheinpflügens. Nur so kann ich die Schärfeebene verschwenken und muss dadurch die Blende nicht weiter als unbedingt nötig schließen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Motive sich im Nahbereich auf engstem Raum finden. Wenn die Sonne rauskommt, ändert sich die Lichtsituation jedoch grundlegend. Wir halten dann meistens das direkte Sonnenlicht mit dem Schirm oder dem Körper ab und setzen dafür mit der LED-Lampe gezielt Akzente. Wobei ich mich hier nicht auf eine Einstellung beschränke. Nicht nur bezüglich Motiv und Blende, das heißt Schärfentiefe, sondern auch was das Licht betrifft, variiere ich sehr stark. Unser Vorteil digital, wir können alles kontrollieren und bei Bedarf wiederholen. Wie so oft ist es der Umkehrring, der mich an so manches Detail nah genug heranbringt. Diesmal in Kombination mit einem alten mechanisch-manuellen Objektiv. Der Vorteil dieser konventionellen Zoom-Objektive ist die geringe Baugröße, das geringe Gewicht und die ohne jedes Spiel gehenden Einstellringe. Der Umkehrring ermöglicht mir Ausschnitte von nur wenigen Millimetern Breite. Unabdingbar bei diesen winzigen Ausschnitten ist jedoch der Einstellschlitten. Ohne ihn müsste man ständig das Stativ hin und her schieben, was mich auf Dauer wahnsinnig machen würde. Ich wünsche euch viel Spaß im Nahbereich, viel Zeit, Geduld und natürlich gutes Licht.